Das Weglassen nur eines einzigen Wortes kann deine Verkaufsprozesse beschleunigen und kann dafür sorgen, dass du mehr Abschlüsse erzielst bei deinen Kunden. Hallo, mein Name ist Mike Lekies und das Wort, über das ich heute mit dir sprechen möchte, ist erstaunlicherweise nur im verkäuferischen Umfeld anzutreffen. Also zumindest ich habe es noch nirgendwo anders gehört. Verkäufer oder Vertriebler sagen es, weil sie hoffen, dadurch schnell den nächsten Schritt im Verkaufsprozess machen zu können. Anbieter, die nicht so verkäuferisch bewandert sind, gebrauchen es aber genauso, weil sie hoffen, dadurch weniger als Verkäufer bei dem Kunden anzukommen. Also sie sagen es praktisch, um den Kunden ein Stück weit zu beschwichtigen. Doch egal aus welcher Motivation heraus dieses Wort gebraucht wird, es bewirkt eigentlich immer genau das Gegenteil. Und bevor ich dir das Wort verrate und dir auch sage, was du an der Stelle besser machen kannst, müssen wir zunächst ein bisschen die Hintergründe eines Verkaufsgesprächs beleuchten, damit du verstehst, warum das so wichtig ist. In jeder Kommunikation gibt es eine Dynamik. Ja? Wir wünschen uns ja alle immer so sehr dieses Verkaufsgespräch auf Augenhöhe. Doch dieses auf Augenhöhe ist letztendlich nichts weiter als ein Mythos. Das existiert nicht. In jeder menschlichen Kommunikation ist es so, dass eine Person die führende Rolle übernimmt und die andere die folgende Rolle. Und dabei ist es vollkommen egal, ob das jetzt eine Kommunikation zwischen Kollegen, Ehepartnern, Freunden oder was auch immer ist. Es wird immer so sein, dass einer der Leader ist und der andere der Follower. Und das ist deshalb gerade für den Verkauf so wichtig, weil dieses Leaden und Folgen hier dramatische Auswirkungen hat. Ich meine, ein Kunde kommt zu uns, weil er ein Problem lösen will und weil er sich auf diesem Gebiet nicht auskennt. Er möchte praktisch von uns einen Rat, er möchte von uns Führung durch dieses Thema. Das heißt, er erwartet von uns quasi, dass wir leaden. Wenn wir uns jedoch durch unser Verhalten, durch unsere Sprache als Verkäufer quasi entlarven, dann bewegen wir uns automatisch raus aus der führenden Rolle. Ein Verkäufer hat keine führende Rolle. Ein Verkäufer ist immer nur jemand, der dem Kunden hinterher rennt, der dem Kunden sogar hinterher jagt, der alles tut, um den Kunden zu gewinnen. Ja, er ist quasi nicht nur in der folgenden Rolle, sondern auch in der, man könnte schon fast sagen, unterlegenen Rolle. Und das ist deshalb wichtig zu verstehen, weil wenn du in diese Rolle schlüpfst oder gerätst, dann wird der Kunde dir nicht mehr trauen. Ja? Er spürt, dass er die Führung hat. Er spürt, dass du nur das machst, was er sich wünscht oder wovon du denkst, dass er sich das wünscht. Und das wird zur Folge haben, dass er nicht mehr offen über seine Probleme spricht, dass er deinen Aussagen nicht mehr vertraut. Und wie gesagt, ein einziges Wort kann hier die Dynamik komplett zum Kippen bringen. Ein einziges Wort zu viel gesagt und du gerätst dir in die falsche Position, in die falsche Rolle. Und dieses Wort ist das Wort unverbindlich. Und mir geht jedes Mal sprichwörtlich die Hutschnur hoch, wenn ich solche Sätze höre wie: Ja, kommen Sie, dann schicke ich Ihnen einfach mal unverbindlich das Angebot zu. Oder dann lassen Sie uns doch unverbindlich mal einen Termin vereinbaren. Oder wissen Sie was, ich führe Ihnen die Software ganz einfach mal vor, aber keine Sorge, das ist vollkommen unverbindlich für Sie. Warum ist das jetzt ein Problem? Nun, das Wort unverbindlich macht den Anbieter zum Alleindarsteller in einem Verkaufsprozess. Denn es sagt praktisch dem Kunden, tue nichts, lehn dich zurück, ich übernehme hier die ganze Show. So, und jetzt stell dir Folgendes vor. Du machst unverbindlichen Termin, du verschickst unverbindlich ein Angebot, du kommst unverbindlich nochmal zu einem Gespräch vorbei. Und dann irgendwann kommt der Moment, wo der Kunde den Vertrag unterschreiben soll. Und plötzlich wechselt die komplette Situation von Unverbindlichkeit zu einem hohen Maß an Verbindlichkeit. Ich meine, ich kann mir kaum eine höhere Form der Verbindlichkeit vorstellen als eine Unterschrift unter einen Vertrag. Und da ist es ganz normal, dass das nicht funktionieren kann. Wenn es praktisch von die eine auf die andere Sekunde von der Unverbindlichkeit in die Verbindlichkeit wechselt, da müssen Kunden überfordert oder überfahren reagieren. Ja? Und da ist es ganz normal, dass Kunden dann an dieser Stelle sagen, oh, wow, wow, nicht ganz so schnell, ich muss erst noch mal mit meinem Chef drüber sprechen oder da schlafe ich noch mal eine Nacht drüber oder
Ja, da hole ich mir vorher auch nochmal andere Angebote ein oder irgendetwas in dieser Art, ja, weil sie vollkommen überfahren sind an der Stelle. Doch das Wort unverbindlich ist noch aus einer anderen Sicht ziemlich schlimm. Denn Kunden kaufen nicht, um dir einen Gefallen zu tun. Kunden kaufen, um sich selbst einen Gefallen zu tun. Sie haben nämlich ein Problem, das sie lösen möchten oder ein Ziel, das sie erreichen möchten. Und dafür nehmen sie ja deine Hilfe in Anspruch, dafür investieren sie bei dir. Aber sie möchten natürlich auch, dass die Investition sicher ist, dass die Investition sich am Ende für sie auszahlt. Und deshalb sind Kunden auch an Verbindlichkeit interessiert. Sie sind daran interessiert, dass alles bestens abläuft. Und deshalb wollen sie mitarbeiten, deshalb wollen sie sich einbringen, deshalb wollen sie verbindlich sein und sich verpflichten. Und wenn du jetzt sagst, dass sie ist vollkommen unverbindlich, dann stößt du praktisch diese Kunden vor den Kopf. Du sagst, du könntest genauso gut sagen, lieber Kunde, ich nehme dich nicht ernst. Und das wird bei kaufbereiten Kunden oder das kann bei kaufbereiten Kunden dazu führen, dass die sagen, okay, hier fühle ich mich nicht wirklich abgeholt, hier fühle ich mich nicht wirklich verstanden und nicht ernst genommen. Also spreche ich nochmal mit einem anderen Anbieter. Ja, du siehst, dieses Wort unverbindlich, so unscheinbar wie es klingt, kann relativ fatale Folgen haben in einem verkäuferischen Umfeld. Was kannst du jetzt stattdessen tun? Nun, es sind drei Dinge. Das erste ist offensichtlich, denke ich. Ja, du kannst das oder lass einfach dieses unverbindlich ein für alle Mal weg. Streich dieses Wort unverbindlich aus deinem Wortschatz. Das zweite, was du tun kannst, ist, spreche mit dem Kunden immer in der Annahme, der Auftrag wäre bereits erteilt. Tue alles, was du tust in einem Verkaufsprozess, in der Annahme, die Zusammenarbeit mit dem Kunden hätte bereits begonnen. Denn das ist letztendlich auch so eine Form oder die ultimative Form von Leadership. Ja, du nimmst etwas als gegeben an und handelst danach. Und viele Kunden werden dir hier folgen. Und auch gern folgen, weil sie spüren, sie können sich hier einfach zurückfallen lassen. Und du wirst sehen, dass schon allein dadurch Aufträge viel schneller zustande kommen und auch viel häufiger zustande kommen. Und das Dritte, was du tun kannst, wenn deine Verkaufsprozesse aufgrund deiner Dienstleistung ein bisschen länger sind, dass du jeden einzelnen Schritt absicherst. Und zwar absicherst mit einer Absichtsfrage. Das heißt, frag bei jedem Schritt den Kunden, okay, was werden sie tun, wenn das Angebot sie zufriedenstellt? Oder was werden sie tun, wenn sie sehen, dass die Software ihre Bedingungen erfüllt oder etwas in dieser Art? Und anhand der Antwort kannst du nämlich ganz genau erkennen, in welcher Phase, in welchem Stadium sich der Kunde befindet und darauf entsprechend reagieren. Ja? Und du wirst sehen, wenn du diese drei Dinge tust, das Wort unverbindlich aus deinem Wortschatz streichen, immer in der Annahme handeln, der Auftrag wäre bereits erteilt und jeden Schritt im Verkaufsprozess mit einer Absichtsfrage abzusichern. Wenn du diese drei Dinge tust, wirst du merken, dass sich deine Verkaufsprozesse dramatisch verkürzen. Bei mir war es früher so, als ich begonnen habe, das zu verstehen und umzusetzen, habe ich festgestellt, dass Verkaufsprozesse, die vorher 2-3 Monate dauern, plötzlich nur noch 2 Wochen dauerten. Die Gespräche werden viel angenehmer, viel reibungsloser mit dem Kunden verlaufen und letztendlich wirst du dadurch auch mehr Aufträge machen. Okay, ich hoffe, dieser Tipp hilft dir weiter, damit du gerade auch in dieser Zeit schneller Aufträge gewinnst und mehr Aufträge gewinnst. Und ja, wenn du magst, berichte doch einfach in den Kommentaren, wie es dir geholfen hat oder was du tust, um Aufträge zu gewinnen.